Willkommen zu einer neuen Folge von nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Nein. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Okay, also, dass Jonah jetzt kurz vor dem Tode steht, finde ich überhaupt nicht cool. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Der eine. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen.
zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Wir standen schon auf dem Aufgang. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Da war der Eingang so nah, nämlich genau unter unseren Füßen. So, wir nutzen das hier noch. Ich kann nichts mitnehmen, weil wir anscheinend überall voll sind. Aber uns fehlt wahrscheinlich für mehr. Nein, nicht. Hierfür fehlt uns Leder, richtig? Wir haben von allem mehr als genug, außer von Leder. Weil wir einfach zu wenig Tiere töten. So. Das war sehr einfach versteckt. Das Heft eines alten Dolches wurde wohl aus Knochen geschnitzt. Die Klinge fehlt schon lange, scheint ein Oberschenkelknochen zu sein. Nahezu sicher von einem Menschen. Vielleicht ist es eine Art rituelles Objekt. Ein menschlicher Knochen. Welch Barbaren. Okay, hier haben wir noch eine Karte. Wo war denn jetzt die Treppe? Alles nach dem Kuss, was wir schon mitnehmen. Ich stehe im Stein. Wo war jetzt? So. Ich wollte gerade sagen, wo war denn jetzt der Eingang? Der war doch da. Da oben, das war eben waren immer so viele Leute und jetzt niemand. Oh, hey! Los geht's, los geht's, los geht's. Wir sind jetzt hier in einem Geheimgang. Dann gucken wir mal, wo wir auch wieder weiterkommen. Tiefer. Das Ureri, wie auch immer man das ausspricht, der Weg der Unsterblichen, glaube ich, war es. Wie geil! Okay, das war echt geil. Das mit einem Reitfallen, das gefällt mir. Bin ich froh, dass wir den Skillpunkt hier investiert haben. Ich werde es aber, glaube ich, trotzdem noch schnell. Ich muss jetzt erstmal kurz durchatmen. Dieser Ort, Gitesh, Jacob, die Unsterblichen. Ich bin so lange, so schnell gerannt, dass ich noch gar nicht verarbeitet habe, dass das hier alles real ist. Ein Teil von mir glaubt es nicht. Aber ich weiß, dass Jacob die Wahrheit sagt. Was immer ihn erschuf, ist hier. Und ich werde es vor Trinity finden. Ich wünschte nur, Dad könnte diese Entdeckung miterleben. Okay. Und dann gucken wir, dass wir halt auch vor Trinity dort sind. Nein, das Ausdruck geht hier nicht. Geht's mit Laufen oder müssen wir schwimmen und tauchen?
verschieben, das war doch richtig, ja. Ja, dann nach oben. Wow. Faszinierend. Jacob, ich gehe jetzt rein. Was werde ich dort unten finden? Seitdem mein Volk den Weg vor Jahrhunderten versiegelt hat, war niemand mehr dort. Aber es sollte sicher sein. Zumindest bis sie das Orrery erreichen. Orrery? Gehört es zum Observatorium? Ja. Meine Astronomen haben es erbaut, bevor die Unsterblichen die alte Stadt begruben. Sie müssen mit seiner Hilfe den Eingang nach Kitesh öffnen. Es sollte sicher sein, hat er haben, dass es tatsächlich sicher ist. Holla. Also gehe ich jetzt eher davon aus, dass es nicht sicher ist. Wow. Das ist unglaublich. Mal sehen, wie das funktioniert. Sorry. Okay. Du funktioniert nicht. Also. Aber so, es ist nur die Frage, muss das alles gestellt sein? Ich weiß im Moment gerade nicht, wie der Kram hier gestellt werden muss. Das hätte anders bleiben müssen. Kann ich es nochmal drehen? Hier runterfallen. Und dann hier rüber. Ich hätte nicht gerechnet, dass ich das hinkriege. Das geht ja noch weiter nach oben.
wir jetzt noch? Jacobs Volk war seiner Zeit voraus. Pass auf, wo du hintrittst, Lara. Ja, aber wo geht's jetzt hier raus? Ich muss darauf warten. Oh mein Gott. Geduld, Lara. Jetzt. Jetzt zur Mutter. Herrgott, nochmal, was für ein Rätsel ist das? Ich dachte, das wäre dass es ein Herausforderungsgrab ist. Ich dachte, das wäre jetzt der Eingang. Oder ist der Eingang in dem Fall ein Herausforderungsgrab? Beides. Ein Kodex über die fortschrittliche Bogenschusstechnik aus Byzanz. Erhöht die Anzahl der Pfeile, die ohne Nachziehen aus dem Körperstellen hintereinander abgefeuert werden können, auf 3. Das finde ich cool. So. Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen. Okay. Glocken. Die alte Stadt ist nah. Da. Lara, wir sind auf dem Berg über dem Gletscher. Kannst du Trinity sehen? Ja. Sie beginnen mit ihrer Operation. Ich betrete jetzt die alte Stadt. Hör zu, Sophia. Greift nicht zu früh an. Wir werden noch warten. Ich kontaktiere dich bald wieder. Dass hier so viel Heilzeug auf dem Weg liegt, macht mich halt echt stutzig immer. Und wenn ich dachte, ich wäre tot. Die Kälte nagte an mir. Ich wurde schwach. Selbst als ich die Leute des Propheten auf dem Kamm eines seltsamen grünen Tales lagern sah. Schritt für Schritt, mit gezogenem Schwert, trottete ich weiter.
Ich wollte angreifen, einen Kampfschrei ausstoßen, als ich bewusstlos wurde und in den Armen der Ketzer zusammenbrach. Sie wissen, wer ich bin. Sie haben Trinity erwartet. Sie haben nicht viel, aber sie ernährten und wärmten mich, bis ich wieder gehen konnte. Der Prophet sagte, ich könne jederzeit gehen, aber sie nahmen mir meine Klingen. Selbst bewaffnet könnte ich diesen Mann kaum töten. Ich habe den Orden enttäuscht. Ich habe mich selbst enttäuscht. Aber ich lebe. Ein gebrochener Mann. Der Fährtenleser konnte den Propheten nicht töten, aber man ließ ihn leben. Der Prophet zeigte Gnade auch seinen Feinden gegenüber. Ja, das war wahrscheinlich das Letzte, das dieser Mörder erwartet hat. Wir haben ihn jetzt als seinen ersten Mord verfolgt. Wenn ihr es noch nicht gelesen, gehört habt, das war in den ersten Folgen. Verfolgen wir diesen Mann schon in seinen Tagebüchern.